Nee, schaut nicht so aus. Ah, Jahira ist zu beladen. Ja. Sie hat auch noch jede Menge Bögen, die weg können. So. Oh, bist denn du? Speichern wir mal kurz. Danke, dass ihr mir die Freiheit gebt, Freunde. Denn schon viel zu lange habe ich in diesen düsteren Gewölben vor mich hin vegetiert. Es war nicht auszuhalten, jeden Morgen inmitten von Schlamm und Felsen aufzuwachen, statt zur aufgehenden Sonne. Ich bin Xan. Oh, dem gehört sein Schwert wohl. Ein Greycloak aus Evareska. Und mein Geschick im Zaubern ist dem eines jeden anderen überlegen. Okay. Wenn ihr Feinde des Mullahay seid, schließe ich mich euch an. Obgleich euer Streben hoffnungslos ist. Es... Na gut. Wir haben ja schon eine volle Gruppe, wir können ihn leider nicht mitnehmen. Wie kommt es, dass ihr an einem derartig ungastlichen Ort gefangen seid? Ach, ich wurde entsandt, den sonderbaren Vorfällen in diese Gegend auf den Grund zu gehen und musste dafür wochenlang ohne Hoffnung hinter Gittern schmachten. Die Zeit schien mir endlos. Ich habe die Sonne beinahe so lange nicht mehr zu Gesicht bekommen wie meine Heimat. Ach, das ist ganz schön unfreundlich. Es ist schon schwer genug, unsere Hoffnung wach zu halten, ohne dass ihr sie untergrabt. Mir wäre lieber, ihr würdet euch nicht uns anschließen. Ich kann eure Entscheidung verstehen, denn die Chancen stehen denkbar schlecht. Ich kehre nach Evareska zurück und werde dort von dieser schlimmen Notlage Bericht erstatten. Ja, tut das. Gegenstand eingebüßt? Hat er etwa sein Schwert mitgenommen? Ja, der hat sein Schwert einfach eingesackt. Na gut, war ja auch seins. Das ist schon in Ordnung. So, hier oben war nichts. Dann sind wir wohl soweit durch. Jetzt müssen wir noch raus hier. Na gut, ich melde mich dann wieder, wenn ich hier aus dem... Obwohl, es gab noch einen anderen Tunnel, den man lang gehen konnte, ne? Ja, schauen wir den erstmal an. Hier. Mit etwas Glück ist es eine Abkürzung nach oben. Mit etwas Pech nur eine Sackgasse. Wir sind nur noch zu viert, ne? Ja, es kann eng werden. Irgendwo ein Schauschön wird dann noch fallen. So weit, so gut, aber... Oh. Ein Schleim. Und noch ein Schleim, okay. Eklig, die spucken einen an. Ich möchte nicht daran teilhaben. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Wirklich schwierig waren die ja nicht. So, wo geht's hier lang? Ah, praktisch. Ist nur die Frage, wo wir jetzt sind. Gehen wir einfach mal in den nächsten Kartenrand und schauen. Kakteen? Wir sind in der Wüste gelandet? Okay. Das waren wohl ganz schön lange Tunnel. Ah, okay, da sind wir. Na gut, gehen wir erstmal nach Naschke zurück, um unsere beiden Toten wiederzubeleben, die Sachen zu verkaufen. Und danach gehen wir in die Mine und erstatten Bericht. Oder müssen wir eh beim Bürgermeister Bericht erstatten? Das ist die Frage. Naja, so oder so. Erstmal wiederbeleben, Sachen verkaufen und dann den Rest machen. Denn die Erfahrungspunkte sollen die beiden Toten ja auch mitbekommen. So, der Tempel war hier. Hier stand auch eigentlich der Bürgermeister rum letztes Mal. Müssen wir mal schauen.
nicht, dass er uns gleich anspricht und sagt, oh, ihr Helden, ihr habt uns gerettet und so weiter, während die beiden noch tot sind. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Weil vor allem sie könnte ein Level gut gebrauchen. Ein bisschen mehr Lebenspunkte schaden nie. So. Genug Gold müssten wir eigentlich... Ja, oh. Stimmt, in der Truhe war ja so viel drin. Das wird auf jeden Fall zum Wiederbeleben reichen. Wie gesagt, letztes Mal hat es 100 Goldmünzen gekostet. Aber das müsste auch vom Level des Charakters abhängen. So. Hallo, Priester. Ah, wagemutige Abenteurer an unserer Tür. Helm schützt die gesamten Reiche und seine Diener stehen zu eurer Verfügung. Der Wachsame ist bereit, eure Gebrechen Abhilfe zu verschaffen und somit den unnachgiebigen Blicken des großen Anführers abzulenken. Natürlich für eine angemessene Gabe. Wir wollen uns doch gegenseitig unseren guten Willen beweisen, ihr versteht schon. Aha. Helm wacht über euch und unseren armen, verirrten Bruder Bragge. Einen besseren Kommandanten der Garde wird man diesseits von Am gewiss nicht finden. Eine verblüffende Wandlung für jemanden, der so fromm war wie er. Ohne das Wirken von Kräften der Finsternis ist eine solche Veränderung gar nicht denkbar. Wenn er einem bösen Einfluss unterliegt, wäre es vielleicht das Beste, die harte Gerechtigkeit des Militärs eine Zeit lang auszusetzen. In der Garnison wird er keine Zuflucht finden, doch wenn er sich in den Tempel begebe, nun, er muss um die Wiedergutmachung willen nicht notwendigerweise mit dem Leben bezahlen. Also er bittet uns wohl durch dieses ganze Umhergerede darum, dass wir den Kommandanten der Wache hierher bringen, damit er Buße tut. Können wir machen, sobald wir die anderen Aufgaben erledigt haben. Erstmal wiederbeleben. Ja, 100 Goldmünzen für dich. Und 100 Goldmünzen für dich. So, können wir noch gleich ihre Ausrüstung wiedergeben. Das war deins. Das war deins. Das gehört beides nach Minsk. Und die ganzen Spruchrollen können wir ihr mal geben. Auch wenn wir einen Teil davon verkaufen können, weil ich sie eh nie benutze. Die Sachen können auch zu ihr, damit sie sie identifizieren kann. Ah, langsam haben wir schon ein paar magische Gegenstände zusammen. So, das, das und das. Nicht vergessen, neue Steine zu kaufen. Identifizieren. Ah, konnte nicht kopiert werden. Schade. Schlafen hat sie wohl schon. Netz konnte sie kopieren. Hat sie wohl auch schon. Oder sie kann es einfach nicht, weil sie ist Taumaturgin. Und wenn sich Magier spezialisieren, können sie ja die Sprüche ihrer gegenübergelegten Magierschule nicht lernen. Infravision brauchen wir nicht. Rüstung. Na gut, das könnte sie. Ah, kann sie nicht. Und die können wir immer gebrauchen. Kann immer noch nichts identifizieren. Na gut. Raus hier. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie. Und jetzt können wir zum Bürgermeister. Der war hier vorne gleich. Du, nicht wahr? Gastkill, genau. Ihr seid zurückgekehrt. Es war doch richtig, euch zu vertrauen. Die Stadt dankt euch von ganzem Herzen und überreicht euch mit Freude die wohlverdiente Belohnung. Bitte nehmt diese 900 Goldmünzen, schick, schick, für eure Mühen. Das ist schon ein kleines Vermögen. Vielen Dank nochmals. Okay, also unser Ruf hat sich erhöht, 1000 Erfahrungspunkte, 900 Gold und zwei Gegenstände eingebüßt. Das werden wahrscheinlich die Giftflaschen sein. Nee, die Giftflaschen sind noch da. Die Schriftrollen vielleicht? Nee, eine haben wir noch. Komisch. Aber na gut. Wir haben jede Menge Gold bekommen.
Erstmal zum Händler das restliche Zeug verkaufen. Und dann schauen wir weiter. Wie viele Erfahrungspunkte brauchst du noch? Oh, eine Menge. Ich bin ganz Ohr. Naja, 1000 Erfahrungspunkte durch 6 ist schon mal nicht mehr ganz so viel, ne? So. Alles weg. Das kann auch weg. Weg, weg. Nee. Oh, Kylies Dolch haben wir immer noch. So, das könnte auch alles weg. 2270 Goldmünzen. Das ist doch mal ordentlich. Könnten wir uns fast das Schild von kaufen, ne? Oh, 2700. Aber die Sachen hier lassen wir mal identifizieren. Stiefel. Widerstand gegen Elektrizität 50%. Das ist okay. Ein Kurzschwert plus 1. Gewährt einen zusätzlichen Zauber aus dem Zauber des 1. bis 4. Grades. Kann nur verwendet werden von Kleriker und Druiden. Oh, für Jahira. Sehr schön. Geschicklichkeit wird auf 18 gestellt. Wow. Geschicklichkeitshandschuhe. Und der Gürtel. Rüstungsklassenbonus plus 4 gegen stumpfe Waffen. Hm. Ja, doch. Schicke Sache. Das heißt, Gerugon bekommt den Gürtel. Irmoin das Kurzschwert. Und Jahira den Ring. Die Handschuhe kann Gerugon nicht gebrauchen, weil er hat schon sehr viel Geschicklichkeit. Was ist mit dir? Du hast 16. Sie hat nur 14. Minsk hat 15. Hm. Okay, Minsk kriegt sie. Damit er eine bessere Rüstungsklasse bekommt. So, sie hat ihren Ring. Das heißt, sie kann jetzt noch einen Heilzauber lernen. Und die Handschuhe. Ja, hier, gleich minus 1. Man hat 3 Rüstungspunkte dazu bekommen. Oder verloren, je nachdem, wie man es sehen möchte. So, immerhin kann die Pfeile mal einsetzen. Das Schwert schon mal rein. So. Ja, jetzt haben wir uns eigentlich einen schönen Nachtschlaf verdient. Geht zur Seite, Bürger! Hallo? Ihr beiden sollt auch raus. So. Ich bin der Tod und hierdurch zu holen. Ah, noch ein Meuchelmörder und gerade jetzt. Wehe, der greift Minsk oder Düner hier an. Was? Ich ergebe mich nichts und niemanden. Wehe dich, wenn du es nicht lassen kannst. Leiche. Mir macht es nichts aus, wenn ich für mein Geld arbeiten muss. Ich werde nie verstehen, warum man Nimbul angeheuert hat, um sich um so jemanden wie dir zu befassen. Ja, schön. Alle auf den. Minsk geht erstmal auf Abstand. Düner hier genauso. Ich bin ganz Ohr. Oh, ist ein Magier. Sogar ein recht hochstufiger, wenn er so viele Duplikate von sich zaubern kann. Na gut, aber zaubern können wir auch. Auch wenn es nur ein einziges magisches Geschoss ist. So, Immun benutzt ihren Stab gleich auch mal. Oh, die haben alle Schiss. Können wir aber nichts gegen machen. Obwohl, wir können mal segnen versuchen. Autsch. Armer Khaled. Haben auch keine Heilzauber mehr übrig. Hm. Nee, nee, das sieht nicht gut aus. Komm, heil ihn. Ah, kommt bei den Wachen nicht vorbei. Ah, nein.
Komm schon. Nee. Nicht auch noch Shahira. Und du? Du hast keine Steine. Ja, die haben vergessen zu kaufen, natürlich. Ich bin ganz Ohr. Wo ist er hin? Ist er tot? Nimbul tot. Okay. Das war garstig. Gucken wir mal, was er dabei hat. Oh, magische Gegenstände. Nimbul, das Geld, das ihr von Transich erhalten habt, soll euren übriges Hornara entsprechen. Euer Auftrag ist schwierig, aber ich bin sicher, dass ihr den Aufgaben gewachsen sein werdet. In den nächsten paar Tagen soll eine Gruppe von Söldnern durch Nashkel kommen. Sie wird angeführt von einer Witzfigur namens Gerugon. Bitte was? Ihr habt die Aufgabe, Gerugon und alle Gefährten zu töten. Aber ich warne euch, sie sehen vielleicht harmlos aus, sind aber sehr gefährlich. Viel Erfolg. Doch, Tatsok. Den Namen kennen wir doch. Das kann schon mal alles da runter. So. Die Rüstung können wir da eigentlich mal liegen lassen. Wir wiederbeleben einfach kurz und sammeln dann die Sachen direkt ein. Die Kirche ist ja direkt vor der Tür. Aber da hätten wir nicht viel machen können. Ich meine, wir waren ja schon auf dem Gasthaus und auf dem Weg zum Gasthaus, um zu schlafen. Naja. Wir haben nicht umsonst so viel Gold geschenkt bekommen als Belohnung. So. Da sind wir wieder. Wir bräuchten diesmal für die beiden eine Wiederbelebung. Oh, 200 Goldmünzen schon. Ja, er ist ja auf Stufe 2. Okay. Nochmal 200 Goldmünzen. Oh Mann. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen. Gut, dass wir das Geld nicht verprasst haben. Sonst hätten wir sie nicht wiederbeleben können. So, die Rüstung liegt hoffentlich noch da. Shahira war da. Gucken wir mal. Ich bin ganz Ohr. Ja, das ist Shahira. Oder besser gesagt, ihre Überreste. So. Shahira wäre schon mal fertig. Hier ist noch Khaled.